So, dann begrüße ich Sie nochmal offiziell und ganz förmlich zu HF-Technik heute Morgen. Ja, wir haben das letzte Mal über bei planaren Antennen aufgehört, haben ein bisschen was über lineare Antennen erfahren. Yagi-Uda-Antennen, das sieht wahrscheinlich keiner auf dem Video, das gelbe hier, das ist das helle hier. Yagi-Uda-Antennen erfahren. Eine ganz wichtige Klasse, mindestens massenmäßig, sind natürlich die kleinen Antennen. Ne? Deswegen möchte ich ein bisschen was über kleine Antennen erzählen und vor allen Dingen darauf abheben, warum kleine Antennen eigentlich so schlecht sind und warum nicht eine Antenne beliebig klein sein kann. Das hängt erstmal damit zusammen, man könnte ja einfach sagen, okay, ich nehme einfach ein Stückchen Draht, schneide das klein, dann habe ich eine kleine Antenne und die wird schon irgendwie strahlen. Die strahlt auch irgendwie, weil alles irgendwie strahlt, aber halt ziemlich mies. Denn im Endeffekt ist das ja, wenn ich einen kleinen Draht habe, ist das ja sowas wie eine ganz, ganz kleine leerlaufende Leitung, was eigentlich nur eine große Kapazität, oder nee, nicht mal eine große, sondern eine kleine Kapazität ist. Nicht? Und so äußert sich das letztlich auch, dass wenn ich eben hier die Antenne sehr klein mache, dann bekomme ich eine hohe Reaktanz da rein, trotzdem noch einen kleinen oder eben gerade kleinen Strahlungswiderstand. Und das, was ich möchte, ist das genaue Gegenteil. Ich möchte eine kleine Reaktanz, also ich möchte eigentlich die Antenne rein ohmisch sehen, in der Resonanz meinetwegen, aber jedenfalls nicht mit einem Imaginärteil in der Impedanz. Und ich möchte, das ist das Ziel hier, ein kleines Q haben. Sie kennen das Q ja noch aus der Diskussion um die Schwingkreise. Da wollte man immer ein großes Q haben, ne? Weil großes Q heißt viel gespeicherte Energie und wenig verlorene Energie. Hier wollen Sie das Gegenteil. Sie wollen ja mit der Antenne keine Energie speichern, sondern Sie wollen sie loswerden. Und alles, was Sie an Energie gespeichert haben, geht ja nicht weg, sondern bleibt im Nahfeld, ist entweder kapazitiv oder induktiv. So. Es gibt das fundamentale Kriterium und das Limit, dass dieses Q proportional 1 durch Kr ist und K ist hier 2π durch Lambda, sodass also K mal R 2π durch Lambda mal R ist. Und wenn das sehr viel kleiner als 1 ist, dann spricht man von einer kleinen Antenne, wobei jetzt R der Radius der Kugel ist, die man so um diese Antenne, um eine Antenne drumherum machen kann. Also das ist so das Paket oder so die Packungsgröße für die Antenne und ein Maß dafür. So, und wenn das Q eben proportional 1 durch Kr ist, dann wird das Q größer, je kleiner R wird. Also je kleiner die Kugel wird, die ich um die Antenne imaginär mir rumdenken kann, umso größer wird Q. Und dann habe ich eben das Problem mit der relativ schmalbandigen Antenne. So, wir kommen damit in einige, ich muss mal einmal gerade hier den Modus umstellen. Wir kommen damit in so ein paar fundamentale Limits. Die kleine Antenne führt eben dazu, dass ich einen hohen Gütefaktor habe, damit einen großen reaktiven Anteil und eben einen kleinen Widerstandsanteil. Der Widerstandsanteil ist nur ein Teil. Der Strahlungsanteil ist eben wiederum nur ein Teil des Widerstandsteils. Die Verluste sind da noch drin und eben die Abstrahlung. Dieses hohe Q, hohe kapazitiver Belag in der Regel, ist schwer anzupassen. Anpassnetzwerke haben wir gemacht. Je weiter außen Sie im Smith-Diagramm sind, desto schwieriger wird es, nach innen zu kommen und vor allen Dingen auch breitbandig nach innen zu kommen. Sie haben eine kleine Bandbreite. Und das Problem ist, die Verluste, die bleiben da. Also die ohmschen Verluste in der Antenne bleiben da. Der Strahlungswiderstand sinkt aber, was letztlich heißt, dass die Effizienz der Antenne miserabel wird. Also Sie haben viel, viel Energie verbrannt und heizen damit die Umgebung, Ihre Hand, den Draht, das Plastik oder so, aber Sie strahlen eben wenig ab. So, das, was bleibt, ist, egal was passiert, eine effektive, gute Antenne hat einfach eine gewisse Größe, da kommen Sie sich drum herum, die müssen Sie eben einfach spendieren. Und jetzt machen wir mal so ein paar virtuelle Experimente. Wir gucken uns nämlich mal verschiedene Antennen an und versuchen, die mal klein zu kriegen. Versuchen mal einfach, also relativ einfache Strategien, Antennen klein zu kriegen. Aber das Fundamentale bleibt, man kann natürlich mehrere Tricks kombinieren und kriegt dann schon irgendwas hin, was dann auch eine einigermaßen vernünftige kleine Antenne ist. Aber so um die fundamentalen Grenzen kommen Sie nicht drum herum. Was eben auch als Ingenieur eine Aussage fürs Marketing ist. Ne? Also das Marketing möchte ja immer möglichst kleine Antennen haben, die man verstecken kann oder sonst was drumherum bauen kann oder so. Und das ist eben nicht immer möglich. So, also fangen wir mal an mit dem Dipol, so ein resonanter Dipol hier. Wenn der Lambda halbe groß ist, dann
kann man die Elementwerte zurückrechnen auf diese hier, also 180 Nanohenry und 0,144 Picofarad, ein Widerstand hier von 72 Ohm. Das ganze Ding ist angepasst hier, ist resonant hier bei 900 MHz. Da haben wir nämlich nur die Reaktanz gleich 0, das ist der Punkt da. Und wir haben da diese 72, ich glaube theoretisch sind 77 Ohm Widerstand hier, Strahlungswiderstand. So, wir kommen auf eine Güte von 14 und damit eine Bandbreite von 7%. Okay, so ist es halt. Jetzt machen wir die einfach mal kleiner. Was dazu führt, dass ich da mal zoomen muss, damit man das auch vernünftig sieht. Das geht hier wieder, hiermit wieder nicht. Was soll ich denn mal das machen? So, macht den also nur Lambda Viertel lang. Und dann sehen Sie natürlich, dass der reaktive Anteil hier steigt, also irgendwie kapazitiv minus J 672 22 Ohm haben wir hier. Und der resistive Anteil fällt dramatisch auf hier jetzt 12 Ohm. So. Und das können Sie natürlich, Sie können natürlich jetzt virtuell diese 622, minus J 622 Ohm können Sie natürlich anpassen, kompensieren Sie letztlich mit einem L oder so und dann machen Sie noch irgendwas um die 12 Ohm hier auf den 50 Ohm Punkt zu matchen und dann hätten Sie auch diese Antenne angepasst für den einen Frequenzpunkt hier. Nun, was Sie ausrechnen können hier ist, dass die Güte auf 52 steigt und die Bandbreite auf 2% fällt. Also das Ding wird wesentlich schmalbandiger. Wenn Sie es anpassen, es ist dafür auch wesentlich kleiner. So, hier haben wir das Ganze nochmal nach Betrag und Phase aufgeschlüsselt. Und jetzt machen wir so spaßeshalber noch kleiner, so eine Antenne Lambda Achtel groß. Und dann sehen Sie eben, der Strahlungswiderstand fällt auf unter 3 Ohm und die Reaktanz hier verdoppelt sich nochmal so in etwa. So, was dazu führt, dass hier die Güte nochmal steigt und die Bandbreite nochmal fällt, also das Ganze noch schmalbandiger wird. Selbst wenn Sie es jetzt also angepasst kriegen, ist das eben dann schon eine schmalbandige, ist und bleibt es eine schmalbandige Antenne. So, das ist natürlich eine blöde Strategie. Ja? Einfach den Draht klein schneiden und dann mal gucken, was man irgendwie machen kann, ist vielleicht gar nicht mal so clever. Wir wissen, dass mindestens der Draht hier, oder dass es für den gut ist, wenn der Lambda halbe lang ist. Das haben wir ja, sagen wir mal, hergeleitet, in Anführungsstrichen, aus der Theorie der Leitung. Ne? Wir haben gesagt, diese Leitung hier ist Lambda Viertel lang gewesen. Dann wird aus einem Leerlauf am Ende ein Kurzschluss. Den kann man ganz wunderbar im Strommaximum speisen. Und wenn wir den auseinanderklappen, bleibt irgendwie alles so, was ja eine sehr krude Vermutung ist. Ne? Dann bleibt alles so und wir haben dann hier hinterher eine sehr schön resonante Antenne. Wenn wir jetzt schon mal sagen, ob ich eine Leitung so hier liegen habe und dann aufklappe, wenn da alles so bleibt, dann könnte ich auch sagen, okay, dann nehme ich einfach die Leitung und falte die noch ein bisschen. Ne? Dann bleibt auch alles so. Harte Vermutung. Ja, und dann ist das eben der nächste Variante. Man macht den Draht hier in etwa so lang, wie eben für den Lambda halbe Dipol nötig und faltet den dann zusammen. So, man könnte ihn auch drehen, also eine Helixantenne bauen und so. Zum Beispiel. Naja, was dabei rauskommt, ist eben das hier. Müssen wir erstmal gucken, wie groß ist es eigentlich geworden hier. Also das sind 2, 4 und 0,5. Also die Kugel, die ich um diese Antenne jetzt hier drum machen könnte, ist so circa 9 cm Radius. Entspricht also so in etwa, ist ein bisschen größer, aber spricht in etwa des Lambda halbe Dipols, den ich einfach auf die Hälfte gekürzt habe, auf dem Bild davor. Ne? Also wird ein bisschen kleiner. Was man sieht ist, dass das Ding tatsächlich resonant hier ist, da bei 900 MHz, warum auch nicht, dass der Strahlungswiderstand hier, oder ja doch, der Strahlungswiderstand, der Realteil auf 28 Ohm bleibt gegenüber den 12, die wir eben hatten für das 8 cm große Ding. Und ja, wir tatsächlich ein bisschen was gewinnen, nämlich die Güte hier geht auf 37 und die Bandbreite bleibt bei 2,7%. So, also es ist ein bisschen besser, als einfach den Draht klein zu schneiden, aber naja, halt auch nur ein bisschen. Ne? Prinzipiell bleibt es so.
So, das haben wir jetzt an verschiedenen Dingen mal gemessen. Und was letztlich dabei rauskommt, ist das, was schon vermutet wurde. Je weiter Sie die Antenne hier zusammendrücken, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3, desto weiter außen im Smith-Diagramm verlaufen die Kreise und desto schwieriger wird es und desto weitere Wege müssen Sie wandern, um das Ding in den Ursprung anzupassen, ne? So, also auch das Experiment hier zeigt Ähnliches. So, mag aber ja noch andere Strategien geben, zum Beispiel die invertierte F-Antenne. Man kann jetzt auch andere Dinge nehmen, nicht? Also eine Antenne, die ganz wunderbar funktioniert, ist zum Beispiel so eine Helix, die Sie auf eine Kugel wickeln. Man kann so eine Murmel nehmen, also die Kugel, die eigentlich Ihr Volumen einschließen soll, und dann wickeln Sie einfach den Draht so auf dieser Kugel auf. Das führt zu einer, habe ich jetzt nicht gerechnet, weil sehr aufwendig zu programmieren und so, führt zu einer ganz vernünftigen kleinen Antenne. Aber auch da haben Sie das prinzipielle Limit dann schon. Sie müssen die Antenne ja nicht so falten, wie ich das gemacht habe, sondern die als Helix einfach wickeln, wie bei jeder Auto-FM-Antenne eigentlich üblich. Also die Sie heute noch so sehen, ne? Auch da werden Sie natürlich kleiner als die Stab-Teleskop-Antenne, die man so früher immer hatte, ne? Aber fundamental kommen Sie ums Limit nicht drumherum. So, und auch diese BMW Haifischflossenantenne, da sagen eigentlich auch alle, dass die elektrisch, die anderen, die größeren Antennen besser sind, was theoretisch völlig üblich, völlig klar ist. Auch wenn sie vielleicht nicht so gut aussehen. Aber man kann immerhin einen Fuchsschwanz dranhängen, ne? Gut, so. Die invertierte F-Antenne, das ist, glaube ich, ein ziemlich berühmtes Ding. Ich möchte Ihnen mal kurz zeigen, wie man da drauf kommt. So, das ist Masse. Wir hatten gelernt, dass diese Masse ein guter Reflektor ist. Das heißt also, eine Antenne, die wir da drauf bauen, muss nur Lambda Viertel sein, ist ein Lambda Viertel Monopol, ne, weil ja das Spiegelbild da dann das Ganze zur Lambda halbe Antenne ergänzen würde. So, jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, ich knicke das Ding einfach ab. Dann ist das immer noch Lambda Viertel, so im Großen und Ganzen ist das Ding immer noch Lambda Viertel lang. Ne? Aber die Kugel, die man jetzt da drumherum machen könnte, um das Ding einzusperren, wird kleiner als da. Das ist das Ziel. Das Ganze führt natürlich dazu, dass Sie sich hier mit Kapazität einfangen. So, wie wird man Kapazitäten los? Durch Induktivitäten, ne? Die Induktivität ist eigentlich nichts weiter als eine Stromschleife. So, da wollen wir hier mal den Anschluss noch machen, ne? Wird natürlich hier durchgeführt. So. Das machen wir hier auch, damit es vergleichbar ist. So, und damit haben Sie die F-Antenne. Und das hier an der Stelle macht Ihnen die Induktivität, die die Kapazität kompensieren soll, ne? So, die sind sehr angenehm eigentlich und auch relativ weit verbreitet. Also man findet solche F-Antennenansätze immer wieder. Ich zeige euch auch noch wirklich real existierende Bilder dazu. Hier habe ich mal eine auch simuliert. Die sieht jetzt nicht so ganz so aus wie so ein F, weil dieser Stummel hier sehr klein geworden ist. Da gerade für diese Situation, die ich hier hatte und die Frequenz, die ich wollte und so weiter, hat sich das eben ergeben, dass das so ist. Die sind hier jetzt angepasst auf 1250 MHz, warum auch immer ich das genommen habe. Da ganz gut angepasst. Sieht auch sehr breitbandig aus. Das ist der 10 dB-Punkt. Da kommen wir sicherlich auf irgendwie 10, 15%. Ja, so um den Dreh. Nee. Ja, so was bei 7, 8% steht da, glaube ich, irgendwo auch noch. Die strahlt natürlich erst einmal so, wie so ein Lambda-Viertel-Dipol auch strahlen würde. Nach unten natürlich nicht, weil da ist ja die unendliche Massefläche, ne? Aber schön zu den Seiten und wenig axial nach oben. Aber ein bisschen was ist da immer noch. Also es ist deutlich mehr, nicht? Und ein Lambda-Viertel würde nach oben ja gar nicht abstrahlen. Das Ding hier, strahlt eben doch noch ein bisschen nach oben, was gar nicht so schlecht ist für so eine Antenne. Soll ich Sie schlagen damit? Sie mögen meinen Finger nicht, was? Nee, dann haben Sie also
Okay, danke. Ich könnte ja heute Laser nehmen. So, nee, das geht nicht. Hä? Wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Ich habe sonst immer mal einen dabei gehabt, wo irgendwie. Nee, hab keinen. Also ich habe irgendwo einen liegen, aber ich besorge mal einen, wenn Sie Ihnen das besser. Ich mag das eigentlich lieber so. Es stört vielleicht, aber. So, rundum strahlt es trotzdem immer noch, so einigermaßen. Auch da ist es aber ein Ei geworden, wie Sie leicht sehen können, und es ist nicht mehr super rund, wie es vorher war, weil ja auch die runde Symmetrie da weg ist. So, hier habe ich ein paar Daten ausgepackt dafür. Ja, soll man dazu sagen? Das Ding ist eben circa ein Zehntel Lambda hoch. Und das sind eben die Werte, die dabei rausgekommen sind für die F-Antenne. So, die kann man auch, das ist hier der Punkt, die kann man natürlich auch sehr gut auf eine Platine ätzen, wenn man möchte, ne? Da hätte man dann eventuell hier die Platine, hat irgendwo, das ist jetzt die Rückseite, die Ground Plane. Ground auf Rückseite. So, und dann hat man hier oben die Mikrostreifenantenne. Da irgendwo hier kam der Transistor. Und dann in einer anderen Ebene natürlich haben Sie hier die Struktur, die Sie dann hier mit einem Via auf Ground packen. Ne? So, und dann hätten Sie das ganze Ding sogar planar, also einfach so auf Ihre Platinenstruktur ans Ende dran geätzt. Die Masse da unten drunter muss natürlich aufhören. Das ist wieder so, wie was dann, das hat der Herr Göbel ja immer kritisiert, da ist ja die Massefläche jetzt eben nicht so senkrecht zu der Antenne, sondern liegt einfach unten drunter, funktioniert aber trotzdem. So, jetzt gucken wir mal kurz in Handys rein, was da so gemacht wird. Denn das Spannende bei Handys ist ja, dass da eine ganze Menge Dinge, Anforderungen und Notwendigkeiten, auch technische Notwendigkeiten zusammenkommen. Ne? Also zum einen soll es klein sein, eigentlich stört ja bloß. Ne? Also man möchte Display und so was in der Hand haben und so. Dass da auch noch Antennen dran sein müssen, ist irgendwie gar nicht so klasse. Billig muss es sowieso sein, weil sie das in Millionen Stück machen. Also jeden Cent, den sie da sparen, das ist einfach Gewinn. Ne? Effektiv soll es sein, also das Handy soll nicht heiß werden und vor allem den Akku nicht leer lutschen, während sie telefonieren und trotzdem eine schlechte Verbindung haben. Sie wollen eine gute SAR-Werte haben, also Specific Absorption Ratio, heißt mit anderen Worten, sie wollen nicht ins Gehirn funken, sondern sie wollen raus. Macht ja auch elektrisch gesehen Sinn, ne? Nicht nur gesundheitstechnisch. Sie soll in unterschiedlichen Umgebungen ganz gut funktionieren. Also sie haben es so in der Hand, es soll funktionieren. Sie haben vielleicht die Hand oben drüber, es soll funktionieren. Sie haben es am Kopf. Es mag sogar Leute geben, die haben eine Stahlplatte im Kopf aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder Unfälle oder so. Nicht? Also auch da muss es noch so einigermaßen funktionieren, wobei das ja Einzelfälle sind. Ne? Batterie ist da, sie wollen vielleicht so wie Apple ein Alugehäuse haben, also ein Metallgehäuse haben. Jetzt versuchen sie mal aus einer Keksdose heraus zu funken. Das ist nicht so einfach. Ne? Wobei ich jetzt nicht sagen will, ein Apple-Handy ist eine Keksdose. Ne? Dann soll es natürlich Multiband- oder breitbandfähig sein. Also sie wollen mindestens die vier GSM-Bänder unterstützen. Sie wollen mehrere UMTS-Bänder unterstützen. Sie wollen LTE-Bänder unterstützen. Die muss ich mal aufnehmen. Nee, habe ich gar nicht da. Sie wollen WLAN unterstützen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. GPS soll funktionieren und dann wollen sie vielleicht noch Video hier DVB-T-H. Aber ist in den meisten Handys nicht drin, weil man sie lieber auf IP und DVB-H letztlich dann leiten möchte, also lieber über irgendwelche Wege leiten möchte, die man besser monetarisieren kann, als dass sie selber sich die Daten aus der
terrestrischen Funkwellen ziehen. So, und dann möchte man zumindest für UMTS-Ausprägungen und für LTE das Ganze auch noch mehrfach als Antennen haben, damit sie nämlich hier die hohen Datenraten mit Multiple-In, Multi-Out, also mit MIMO-Techniken kriegen können. So, wie kriegt man das hin? Also man macht eine ganze Kombination der Tricks, die wir da oben genannt haben. Man packt parasitäre Elemente dran. Also man könnte ja auch einfach sagen, man nimmt so eine Antenne. So. Ja, das soll jetzt ein Lambda-Halbe, das kriege ich hier unten noch weiter. Man nimmt so ein Lambda-Halbe-Dipol. Und damit das da oben elektrisch länger aussieht, macht man so einen großen Teller oben dran, so eine Endkapazität. So, die führt dazu, dass da oben der Strom nicht sofort null werden muss, wie er am Ende des dünnen Drahtes, ne, sondern dass der Strom noch ein bisschen größer bleiben kann, dass sich da Ladung ansammeln kann. Und dadurch können Sie die Länge erstmal hier reduzieren und dann dadurch auch das umschließende Volumen ein bisschen reduzieren. Also es ist so eine endparasitäre Kapazität, die Sie daran packen, damit der Draht elektrisch länger aussieht. Also das, was wir eben schon gemacht haben, falten, meandrieren, sonst irgendwas aufwickeln oder so, ist eine Variante. Wobei man da immer aufpassen muss, es muss auch fertigbar bleiben. Man nimmt eine gedruckte Technik, man kombiniert mehrere Antennen, die vielleicht multibandfähig sind oder die Resonanz sind an mehreren Stellen. Also könnte der auch das ganze Ding auf einer Lambda-Resonanz betreiben und nicht nur auf einer Lambda-halbe Resonanz oder so. Ne? Und man nimmt eventuell sogar die Elektrika, Low Temperature Co-Fired Ceramics, und packt die Antennen in ein Dielektrikum ein. Die Idee ist, eine Antenne muss hier Lambda halbe lang sein in einem Material. Ne? So, was, wenn ich die Antenne jetzt einfach einpacke in so einen Block von Plastik oder Keramik? So, dann wird ja das Lambda im Material ist ja 1, ist ja Lambda durch Wurzel Epsilon R, ne? Also die Wellenlänge reduziert sich. So, damit kann ich das ganze Ding hier, das muss ja Lambda Material sein, damit es resonant ist, damit kann ich das ganze Ding hier ein bisschen kleiner machen. Wirkt so ein bisschen wie der Königsweg, ne? Nehmen wir doch hier eine Keramik von Epsilon R gleich 100, sowas gibt es ja. Dann können wir die Antenne um den Faktor 10 verkleinern. So, ist auch eine Strategie, die man wirklich geht und wirklich gehen kann. Damit ist das resonante Element erstmal kleiner. Nur, das Problem ist ja, ich habe hier Felder, die wollen raus. Und die erfahren hier natürlich eine Reflexion an einer Grenzschicht mit Epsilon R und Epsilon R gleich 1. So, und an dieser Grenzschicht wird eine ganze Menge dann wieder reflektiert. Nämlich gerade in etwa im Verhältnis der Wurzeln der Epsilons. So, damit habe ich zwar das Ding hier resonant und ich kriege hier ja erstmal aus dieser Antenne theoretisch die Welle raus, nur dummerweise kriege ich sie noch nicht in den freien Raum, weil da muss ich auch noch hin. Ja? Das kann man an jedem Übergang in der Optik sehen. Nicht? Also wenn Sie da irgendwie von Wasser oder in Wasser reingucken wollen oder von Wasser nach außen oder sowas, nicht? Da haben Sie diese Reflexionseffekte oder durch Glas durch, überall taucht das auf. Also Sie kommen... Ja, Sie können diese Tricks auch noch anwenden. Sie können auch hier mehrere Schichten, einen weicheren Übergang oder sowas machen. Also man kann da schon was tun, damit es nicht ganz so brutal ist, wie ich es hier gezeichnet habe. Ne? Nur ganz kommen Sie nicht an dem Problem vorbei. So, und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Strategien. Hier so eine planare invertierte F-Antenne. Da haben Sie das ganze Ding nochmal in der anderen Dimension erweitert. Das ist im Prinzip die F-Antenne. Wenn Sie jetzt von hier rauf gucken würden, würden Sie das auch sofort sehen. Und Sie haben jetzt noch einen weiteren Parameter oder zwei weitere Parameter, nämlich diese Breite hier und diesen Schlitz S hier, den man optimieren kann. Ja, damit kann man wesentlich die Bandbreite einstellen. Die Resonanzfrequenz hier wird bestimmt, wie es hier steht. Jo. Und dann kann man jetzt anfangen,
auch da noch was zu machen, nämlich das meandrierte Ding nochmal diese F-Antenne hier, wie es da steht, nochmal anfangen zu falten oder eben die Fläche, den Patch, den ich eben gezeigt habe, anfangen einzuätzen, was ja das Gleiche ist, sodass man auch hier wieder diesen Meanderweg da findet, nicht? Also das elektrisch lang macht, aber geometrisch klein lässt, das Ding, nicht? Und dann muss man auch mal gucken, wo man hier den Feedpunkt hinlegt, wo man den Kurzschluss hinlegt. So, und dann ist das hier mal so ein Beispiel für ein Handy. So, da ist so eine Ground Plane. Da sehen Sie jetzt eine ganze Menge F-Antennen da drumherum, auch lang und um die Ecke gewickelt. Dann gibt es die auch noch in Schlitzform hier. So, da nochmal der Schlitz gezeigt. Hier ist der Schlitz resonant und nicht der Stromfluss selber. So, dann gucken wir uns mal an. Ich habe mal so ein paar Mobilfunkantennen aufgeschraubt. Was wir denn da finden? Das war hier so eins meiner ersten Handys, ein Siemens C35. War ein ziemlich später Handyanfänger. Da war so ein Stummel dran und da ist tatsächlich so eine Art Helix drin. Aber eine gedruckte Helix. Man kann das, glaube ich, ganz gut erkennen. Ne? Da. Also ich habe es einfach aufgefeilt hier. Ne? Und was man sieht ist, ja, man müsste das eigentlich erkennen. Ne? Die Helix ist jetzt nicht wirklich gewickelt, weil das ist schwierig zu fertigen, sondern die ist gestanzt worden. Da hat man also Blech genommen, rausgestanzt und dann eben die eine Seite nach oben und die andere Seite nach unten gebogen. Ne? Sodass dann auch sowas wie eine Helix entsteht. Mathematiker, Puristen werden sagen, nee. Hier unten haben wir so eine F-Antenne für den Bluetooth-Teil, ne? Müsste man auch erkennen. Der Kurzschluss, der Feed und dann hier dieser abgewinkelte, strahlende Winkel da auf so einem Dielektrikumsblock drauf. Also das gibt es alles wirklich. Wenn jemand noch ein Handy hat, das er über hat, das vielleicht sogar noch funktioniert, dann wäre da Abnehmer. So, hier nochmal, auch da erkennt man sicherlich diese F-Struktur, ne? Da wird sie gespeist, da wird sie jetzt, was weiß ich noch, wahrscheinlich mit dem Kapazitor, Induktivität oder sowas kurzgeschlossen, eben gerade nicht kurzgeschlossen, sondern mit Ground verbunden. Hier haben wir noch das gefaltete F. Die Antenne kann ich Ihnen nicht ernsthaft erklären, nicht? Also das ist jetzt gefaltet, ich habe um einen Vibrationsmotor sogar drumherum, mit einem flexiblen Material, mit hier dann so Spitzen drin und so, also das ist sicherlich in langer, langer Arbeit am Simulator optimiert worden, wie man das hinkriegt und was da jetzt wo, an welcher Stelle resonant ist für was und welche Feldverteilung, kann ich Ihnen jetzt anhand des Bildes nicht erklären. So, auch die gute alte Drahtantenne gibt es noch, ne? Da, einfach mal so drumherum gewickelt, hier oder hier. Stück Antenne und dann hier das, was ich eben sagte, irgendwie so ein Patch, den man hier jetzt ein, also hier so eine Fläche, die man hier einsägt, war es da nicht geätzt, sondern gesägt, sodass man hier auch wieder so ein Meander führt. Ne? Also schon Strategien, die man auch tatsächlich umsetzt. Das iPhone Pro 4 Problem, wo sind wir jetzt, bei 7 oder 8? 10, oder? Okay. Ach so. Na gut, also bin ich ja nicht ganz so raus. Naja, also das iPhone 4 machte Schlagzeilen, da gab es ja dann auch die Handys von Nokia noch, waren auch noch stark am Markt. Und wenn Sie das Ding falsch in der Hand gehalten haben, dann ist plötzlich die Verbindung abgebrochen. Was eben an dem Problem liegt, das versucht mal aus einer Keksdose rauszufunken. Apple versucht ja, die Handys wertig mit Alugehäuse zu fertigen, ne? Und da die Strahlung rauszukriegen, ist halt gar nicht so simpel. Also, und das ist eigentlich die Antwort darauf, nimmt man den Rahmen von dem Ding eigentlich als Antenne. So, hier für GSM, UMTS zum Beispiel und da oben für Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Kann man ja machen. Ist vielleicht nicht unbedingt optimal, aber kann man machen. Nur die Konsequenz ist natürlich,
dass hier Isolationsteile an der richtigen Stelle sein müssen. Und wenn Sie die mit dem Finger überbrücken, dann war es das. Ne? Und das ist wohl das, was da passiert ist. Ne? Dass man hier also da den Finger drauf legt an der Stelle, dann ist die Antenne so dermaßen verstimmt, dass eben kein Empfang mehr möglich ist. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie im Antenna Magus da mal was Vernünftiges machen können.